Theresia Enzensberger Blaupause. Anfang der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts kommt die junge Luise Schilling ans Bauhaus. Bauen will sie, entwerfen, entwickeln. Architektin möchte sie werden und sie glaubt dort in der Schmiede der Zukunft, dort wo Ideengeschichte geschrieben und Zukunft gestaltet wird, da ist sie richtig. Sehr bald jedoch muss sie feststellen, dass die Herren Gropius, Klee und Kandinsky die Frau nach wie vor am Webstuhl sehen und eben nicht am Reißbrett. Das ist ein wunderbarer Emanzipationsroman, ein großartiges Zeitdokument. Es ist aber auch ein Roman über künstlerischen Wagemut, über Integrität und über die Freiheit, sich selbst zu verlieren und neu zu erfinden. In jedem Fall ist es ein aufsehenerregendes Debüt von einer jungen deutschen Autorin, von der wir sicherlich noch einiges mehr erwarten können.